Stirbt er? Jo, meine Kartoffelfreunde, willkommen zu einer Folge Rainbow Six Siege. Wir spielen Konsulat und den Modus Hostage. Ich spiele Kavera und ich werde die Gegner heute ein bisschen abfangen. Kavera hat die Möglichkeit zu schleichen. So. Kann zwar in dem Moment nur meine Pistole nutzen, aber... Aber ich habe die Möglichkeit, mich schnell und leise durch die Gegend zu bewegen. So, die Runde hat jetzt begonnen. Und ich habe das Gefühl, dass keine Gegner hier am Treppenhaus reinkommen werden. Ich höre hier zumindest nichts. Wir werden uns jetzt mal leise und schnell auf den Weg machen. Haupteingang ist auch noch dicht. Ganz oft sind die da an der Wand, deswegen werde ich jetzt mal gucken. Gucken, ob ich zwei Gegner töten kann. Und das habe ich soeben getan. Gucken wir mal, ob wir auf der Hauswand, auf der Seite hier noch was finden. Da scheint niemand zu sein. Gut, ich werde jetzt nochmal zum Treppenhaus gehen. Digga, bist du behindert? Jack Pigeon? Die Taube. Ah ja, hier unten ist ja die Tür. So. Ich würde die jetzt nochmal öffnen. Und gucken. Nee. Keine Gegner. Oh! They are... Ich wusste gerade nicht, wie ich das callen soll. He's in the room! Frost, what are you doing there? Come on. Frost, to your right! Stepping! Frost! Jack Pigeon! The enemy is to your right! Good job, Smoke. Frost is a bit confused, I think. Digga, ist der AFK denn disconnect, oder? Digga. Ich habe zwei Leute geholt, das war... Ich liebe es, die Gegner so abzufangen, deswegen liebe ich es auch, Kavera zu spielen. Weil man einfach... Mit Kavera kann man halt einfach... Man ist so schnell und kommt halt einfach leise und unbemerkt hinter die Gegner. Man kann... Ich hätte die Gegner jetzt anschießen können, schleichen können, woanders hinrennen können und von einer ganz anderen Seite kommen können. Das habe ich schon so oft gemacht. Und bis jetzt war es... Hat halt fast immer funktioniert, beziehungsweise... Es funktioniert sehr oft. Nicht fast immer, sondern es funktioniert sehr oft. Ich bin ganz kurz weg. Ich bin sofort wieder da. Ja. Ohne Witz, es gibt doch nichts Besseres, als eine Runde zu spielen und... Keine Produktplatzierung in diesem Fall. Warte, so, ne? Ja. Ich meine, ihr liebt es doch auch. Ich liebe es einfach, eine Runde zu spielen und einen schönen Energy zu trinken. Es passt einfach so super. Digga, ist der dumm? Der hat genau gehört, dass er zu ihm gelaufen ist und auf einmal fängt er an zu sprinten. Viele Leute in diesem Spiel unterschätzen einfach, was für ein Vorteil dir das ein Headset gibt. Einfach kurz ruhig zu sein und einfach nur drauf zu achten. Nice! Good job! Well done! So, da sind wir wieder als Attacker. Attacker! Als Attacker! Kameraphase, meine Damen und Herren, ja? Kamera-Phase. Wir müssen jetzt die Geisel suchen. Und versuchen, die Geisel zu befreien. Up-CEO. Up-CEO. Okay. Dann nehme ich mal an, dass sie... Ja, dann sind sie hier. They got mute. Ja, wir kommen da jetzt mit der Kamera nicht rein, weil die mute haben. Oh, fuck, da ist auch ein Störsender. Deswegen gehe ich jetzt erstmal ins Badezimmer. Fuck! Ich dachte, er sieht mich nicht. Das wäre zu nice gewesen. Na gut. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie im CEO-Büro sind. Ich bin auch immer sehr, sehr vorsichtig, was so Lurker angeht. Weil ganz oft hat man auch das Gegner einfach aus dem Fenster luschern und bap, bist du weg vom Fenster. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Fuck.
Fenster aufschießen, weil wenn ich da unten von unten, beziehungsweise ich wollte jetzt nicht mein Ding ins verschießen. Meine Hibana-Schüsse. Im Badezimmer scheint sowas von irgendwie keiner zu sein gerade. Na, gibt's hier einen Dropper oder so? Ach, das Window-Ding, ne? Na. Ah, man kann über die Barrieren gucken. Das ist ja nice. Das ist ja richtig nice. Das Problem bei Hibana ist, die hat halt immer sehr, sehr wenig Schuss. Aber naja, muss ich jetzt mitleben? So, und auf geht's. Ich wusste, dass hier einer drin sitzt. Glücklicherweise hat er mich nicht richtig getroffen. Aber der leider umso mehr. Das war knapp. Letzten getroffen. Ich glaube, ich habe auch die Geisel fast getroffen. Ey, geh weg! Voila! Ich habe euch noch eine so schöne Sache zu erzählen. Denn ich bin seit gestern, sprich Montag, endlich Platin. So, jetzt sind wir wieder. Wieder hier oben. Naja, egal. Runde 3 und ich hoffe auch. Runde 3. Und ich hoffe auch die letzte Runde. Denn. Oh, ich bin ja noch Erster, lol. Oh, Alter, guck mal, 219er Ping, ey. Das ist immer richtig. Minus an diesem Spiel, dass man immer so ein Ultra-High-Ping hat. Immer richtig anstrengend, oder nicht immer, aber ab und zu ist das richtig anstrengend. Ohne Witz. Ja, ich spiele wieder Kavera, den nervigsten Champion der Welt, Operator der Welt, nicht Champion. So, ich mache mir mal den Dropper auf, weil ich dann hier gleich runterspringen kann. Ich hoffe, dass die Gegner sich teamkillen. Was ein Spasti. Und ich hoffe, dass die Gegner vom Dach kommen. Falls nicht, werde ich... Die kommen vom Dach, weil da unten die Tür ist zu. Ich hoffe sowas, dass er vom Dach kommt. Er steppt auf jeden Fall da oben. Ah, hoffen wir es. Unten die Tür ist noch zu. Er steppt immer noch da oben. Oh Gott. Komm schon. Na, der geht immer zum Seil, aber ich weiß nicht wo. Also, er kann ja auch hier oben runter. Na, wo sind die Steps? Oh. Vielleicht kann ich die Gegner ein bisschen verarschen, so. Es wäre optimal, wenn ich die so ein bisschen verarschen kann, ne? They're at the stairs here. Oh, das wäre so witzig. Ich bin gerade ziemlich ruhig, weil ich die Gegner hören will. Ich versuche mich mal umzupositionieren. Weil das doch ein bisschen unsicher war da. Fuck! Ich hätte nicht schießen dürfen auf die Kamera. Oh Gott. Stirb doch! Ach ja. Ja, ich bin so intelligent. Den Fuse habe ich getötet. Ich hätte ausfinden können, wo der Glass ist. GG. Well played, würde ich mal sagen. Ja, da scheint er nichts zu sein. Gucken wir mal. Wo könnte der sein? Am schlauesten wäre es ja eigentlich, wenn er außen, von außen durchs Fenster reinguckt erstmal und versucht zu peeken. Deswegen gönnen wir uns jetzt erstmal gediegen den Haupteingang und gucken mal, ob wir ihn von da, von der Seite töten können. Also, zack und Glotzi. Nee, ist er nicht. Gut. Dann heißt's abwarten oder ist er doch da?
Und da haben wir ihn! Woo! Ich würde mal sagen, eine gediegene Runde, oder? 7-1? Caveira Beste. Caveira bester Operator. Kann ich nur sagen. Caveira ist ein bisschen kompliziert, wenn es in Rank geht, weil da spielen die Gegner auch ein bisschen anders. Aber Caveira is a nice dude. Dudino. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir können auch gerne mal so ein Tipps and Tricks Video machen, was Tom Clancy's Rainbow Six Siege angeht. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen oder einen Daumen nach oben geben, damit ich weiß, ob ihr das sehen wollt oder nicht. In dem Sinne, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.